Meine Damen und Herren, im Zuge der Corona-bedingten Schulschließungen wurde die saarlandweite Bildungscloud-Online-Schule Saarland vom Ministerium für Bildung und Kultur implementiert. Die Online-Schule verfügt über ein pädagogisches Identitätsmanagement und bietet Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften eine Lernplattform sowie eine Anbindung an die Online-Mediendistribution Saarland. Darüber hinaus kommen an den Schulen alternativ ergänzend weitere digitale Plattformen und Dienste zum Einsatz, die das Erreichen der in der KMK-Strategie Bildung der digitalen Welt und der daraus abgeleiteten Basiscurriculum Medienbildung und informatische Bildung an Saarland Schulen niedergelegten Unterrichtsziele ermöglichen. Das Angebot an digitalen Lehr- und Lernarrangements über die Online-Schule Saarland und die übrigen Plattformen wird durch die Lehrkräfte sukzessiv ausgebaut und erweitert. Und derzeit findet die Einführung digitaler Schulbücher und ergänzender Materialien statt. Kurzfristig bedarf es jedoch einer Änderung des Schulordnungsgesetzes, um für den Regelfall gerüstet zu sein. Daneben wurden durch die Verordnung zur Änderung von Ausbildungsschulprüfungsordnungen im Bereich des Ministeriums für Bildung und Kultur aufgrund der Corona-Pandemie vom 29. April Regelungen geschaffen, die es ermöglichen, abweichende Regelungen von den bestehenden Vorschriften Innenrechtsverordnung im Bereich des Schulrechts durch Verwaltungsvorschrift zu erlassen. Das Schulmitbestimmungsgesetz sieht in § 3 Absatz 2 für die Durchführung von Wahlen die gleichzeitig räumliche Anwesenheit der aktiven passiv Wahlberechtigten vor. Und für die derzeitige Wahlperiode konnten die Wahlen auf der Schulebene aufgrund der stagnierten rückläufigen Infektionszahlen noch derart vorgenommen werden. Allerdings stehen in nächster Zeit die Wahlen auf Schulregions- und Landesebene an, deren jeweilige Durchführung bei gleichzeitiger Anwesenheit der Wahlberechtigten aufgrund der ansteigenden Infektionszahlen möglicherweise nicht vertretbar sein wird. Und jetzt kommen wir dann zur Lösung, die im Gesetzentwurf vorgeschlagen wird, da die formale Einführung digitaler Schulbücher und dieser ergänzenden Materialien derzeit lediglich als Pilotprojekt möglich ist und bei zunehmenden Online-Angeboten und dem Lernen von zu Hause die Verwendung digitalen Bildungscontents mehr und mehr zum Regelfall wird, wird durch eine Ergänzung des § 17a des Schulordnungsgesetzes, der die Einführung und Verwendung von Schulbüchern regelt, die Verwendung digitaler Schulbuchsubstitute ermöglicht. Und daneben soll der Schulaufsichtsbehörde ermöglicht werden, abweichende Regelungen durch Rechtsverordnung oder Verwaltungsvorschrift zu erlassen, wenn einzelne Vorschriften, insbesondere zum Inhalten der Gestaltung von Bildungsgängen sowie zu Abschlussprüfungen aufgrund der pandemischen Situation keine oder nur angeschränkte Anwendung finden können. Und hierfür wird ein neuer § 52a geschaffen. In das Schulmitbestimmungsgesetz wird mit dem neuen § 3 Absatz 2a eine Regelung aufgenommen, die derzeit anstehenden Wahlen der Schulregions- und Landesebenen schriftlicher oder digitaler Form ermöglicht, da bei hohen Infektionszahlen eine gleichzeitig räumliche Anwesenheit der aktiven Passivwahlberechtigten nicht erfolgen soll, um der Weiterverbreitung des Virus entgegenzuwirken. Und damit werden notwendige Rahmenbedingungen geschaffen bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie im Bereich des Schulrechts. Und ich bitte Sie um Zustimmung zu dem Entwurf. Thank you.